Willkommen zurück zu einer neuen Folge von Borderlands 3. So, ich habe mich nochmal hier ins Herz reinportiert. Hier haben wir ja noch die, die Eier. Ich mag deine Ihr seid neu gespawnt, aber da wir euch jetzt nicht mehr bekämpfen müssen, na, vielleicht schon, weil wir jetzt gleich draufgehen, lassen wir das doch einfach mal. Euch auch direkt mal links liegen lassen. Dinger schießt man sicherheitshalb mal weg. Da habt ihr die. Jetzt hier wieder neues Zeug. Der Kampf berauscht mich. Ich war noch nie so lebendig. Ja. Die Frage, ob wir da hinten auch wirklich kämpfen müssen oder ob wir die Sachen einfach nur aufsammeln müssen. Ihr könnt euch wieder gegenseitig wegfetzen. Machen wir das halt einfach mal gerade im Schnelldurchlaufen. Dann ist genau ist es halt da hinten in dem Bereich, wo wir das letzte oder vorletzte Mal waren. Wo ich mich schon gewundert habe, dass da irgendwie nichts ist. Und es nicht so wirklich weitergeht. Auch manuell aufsammeln, klar. Ich bin neugierig, wie deine Eingeweide aussehen. Vielleicht renne ich erstmal durch. Versuche die Dinger zu öffnen. Dann noch einmal, wo das reicht. Wir haben euch schon bekämpft. Aua. Nein, ich will keine Emotes. Ich will das aufsammeln. Kann das bitte nicht automatisch gehen? Dankeschön. Das ist die Waffe, die hier so viel Zeug macht. So. Ah, das ist die Gage-Waffe. Alles klar, okay. Das erklärt das. Gut, hier haben wir gerade ein bisschen Ruhe. Also porten wir uns raus. Dann können wir auch die neuen Waffen direkt mal ausprobieren, würde ich fast sagen. Kriegerclan, bitte. Dankeschön. Wenig Slitzen zum Abschluss. Bereit für einen Kampf? Der kommt gleich, aber ich werde mir gleich noch ein bisschen Munition gönnen. Kugeln kauft man bei Marcus. Du bist nicht besser als das. Aber wir können es euch verkaufen, glaube ich, ne? Wir bieten jetzt auch den Einklick-Einkauf. Gut, dann haben wir hier Korrosion. Hier notfalls Strahlung. So, lass mich gerade nochmal nachgucken. Wechselische Schockenkorrosion, genau. Verstrahlung verursacht halt einfach Schaden bei den anderen Gegnern. Ja gut, dann baller ich einfach mit der Pistole das Dings runter. Du bist gut. Stark, Gaido. Folge mir. Das ging dann doch erfreulich schnell. Muss ich zugeben? Die Eier des Kormatikusal. Ich esse und dann schlitzen wir. Bitte schön. Dein Freund, er ist jetzt verheiratet. Ein glücklicher Mann nennt ihn den. Ich bin neu geboren. Ich bin unbesiegbar. Schnell jetzt! Wir treffen uns erneut bei der Kunst des Schlitzens! Ja, war zu erwarten. Schlitzen!
letzter Atemzug. Ja, gut. Das könnte halt echt ein Problem werden. Autsch. Da ich jetzt kein Dings habe. Bitte, 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 reiche. Es reicht, danke. Du bist noch nicht fertig. Du hast halt tatsächlich ohne Begleiter überhaupt keine Chance. Na gut. Erstes haben wir fast runtergeschossen. Cool. Also wechseln. Kommen wir von dem Viech weg, danke. Okay, du lässt uns angenehmerweise in Ruhe. Aber es geht tatsächlich. So, Rack zur Ablenkung. Da kannst du vielleicht ein bisschen erholen nochmal, mein Liebes. Mehr Racks. Heil doch mal, bitte. Gut. Kacke, kacke, kacke. Warum denn gerade jetzt? Das war gerade super ungünstig. Ich meine, jetzt, wie gesagt, wenn er jetzt wiederbelebt hätte. Ah, ich habe schon gesehen, er hat einfach zu wenig Leben. Okay, aber ja, es ist machbar. Es ist halt blöd, dass ich jetzt Sachen wieder neu machen muss. Wie gesagt, ich hasse es wie die Pest, Sachen neu machen zu müssen in Spielen. Fuck, jetzt ist eine ganze Menge Kohle weg. Nein, das so 3 wird Millionen. Nicht mein Ende sein. Trotzdem, das ist, glaube ich, ein Level-Ding. Das hatte ich ja auch übersehen. Du darfst einfach nicht so viel Schaden machen, Kollege. Aber gut, auf ein neues. Erst Korrosion, dann Schock. Da müssen wir halt jetzt mal gucken, dass das Viech ein bisschen länger überlebt. Doch zwischendurch vielleicht mal gucken, dass wir ein bisschen ja. Ich mag deine Begeisterung, Bestie. Genau, vielleicht ziehen wir jetzt am Anfang ein bisschen Schaden auf uns. Genau, geh mal auf mich kurz. Dann kann ich regenerieren. Ich ist voll geladen im Moment. Rack-Ablenkung. Na gut, Granate wäre auch nicht schlecht. Genau, jetzt kannst du wieder auf mich gehen. Eine Runde halten wir meistens aus. Ah, fuck, jetzt kriegt das Viech wieder zu viel Schaden. Regeneriere bitte. Wir wechseln. Verdammt.
wirklich, verdammt. Spider-Rat am Boden. So, lässt du mir gerade Zeit? Es liegt gerade noch viel Arbeit vor uns. So, Bock auf ein paar Granaten. Jetzt. Wo bist du denn? Da. Wachst hier auch so ein bisschen rum, hab ich den Eindruck, ne? Kann das sein? So, jetzt mich bitte wiederbeleben. Nein, Mann! Wieso muss der denn jedes Mal nach mir sterben? Der Kampf nervt mich jetzt gerade. Weil, wie gesagt. Soll ich erstmal Geld ausgeben? Mir geht gerade zu viel Geld hier flöten. Das ist auch nicht schön. Der Kampf ist doch ein bisschen zu heftig. Wieso geht das denn alles nicht auf Anhieb? Wie sonst meistens hier. Wir geben sich gerade Geld aus. Das ist mir gerade... Ja, das ist einfach zu viel Geld, was hier flöten geht. Nachladen. Ich werde nämlich wahrscheinlich noch ein paar Mal sterben. So. Zack, zack. Sentry bitte. Dann kaufe ich nämlich erst noch Nachschub. Oh Gott. Wie gesagt, Sachen bitte auf Anhieb schaffen. Das ist so viel schöner. Das spart Zeit. Es ist machbar. Wieso geht denn das blöde Viech eigentlich jedes Mal kaputt, wenn ich drauf gehe? Das hat doch jetzt noch relativ viel Leben. Bereit für einen Kampf. Das ist halt gut zur Ablenkung, aber... halt auch relativ blöd. Oh, ich könnte auch mal irgendwann schon wieder hier... Na, mal gucken. Vielleicht vor dem nächsten DLC. Sorry. Du weißt, dass ich mehr verkaufen würde, wenn ich könnte. So, wie viel haben wir denn noch? Zwei Stück, das sollte reichen. Dann holen wir uns das mal komplett. Rest. Die sind sehr limitiert. Jupp. Granaten bitte noch komplett hier. So, und Sniper, da haben wir noch einiges mitzunehmen. Wenn du kaufst, bist du so gut wie tot. Nur meine Meinung. Komm her, Nachtspalter. Umarme mich. Alles klar. Da haben wir nur noch einiges. Es anzustarren ändert nichts am Preis. So, wie gesagt, wären wir jetzt nicht gestorben, hätten wir da, ne, ein Level noch mitnehmen können. Aber gut, ist halt jetzt so. Wieder zurück. Wieder Slitzen. Dann ja, wie gesagt, ich hoffe mal, das klappt dann auch irgendwann mal. Wir haben ja Zeit. Die Folge hat noch ein paar Minuten. Ich austeile sie dann. Ja, es ist, wenn ich es halt beim zweiten Mal spätestens schaffen würde, dann brauche ich mich auch nicht aufregen. Wenn ich es oft machen muss, rege ich mich auf, weil ich dann wieder Zeit verschwende. Zeit und Geduld. Warte mal, da ist ein neuer Schild drin. Der tatsächlich in allen Belangen besser ist. So, bitte austauschen. Raketen, ja, für nachher dann eventuell. Mit dem Sniper werden wir halt auch. Wie gesagt, am Anfang müssen wir halt das mit dem. Ich habe jetzt die anderen Schockwaffen auch abgegeben. Vielleicht hätten wir da tatsächlich was gehabt, was besser wäre. Aber gut, wir fangen wieder mit Korrosion an. Da müssen wir halt jetzt gucken, dass wir das durchhalten. Ey. Prächtige Beute! Erstmal, ich gar nicht schlecht finde, dass du ein bisschen auf mich fixiert bist. Ja, das, du machst zu viel Schaden, Kollege. Ja, jetzt
geht mein Viech wieder drauf. Das sind zwei Schläge, die der aushält. Ganz, ich bin da. Du bist noch nicht fertig. Das war super knapp. Oh Gott, du musst doch mal länger aushalten. Das wird bei jedem Mal schlechter. Genau, geh da mal weg. Das ist so viel besser. So ist fein. Rex. Granaten. Ja, das ging jetzt deutlich schlechter als beim ersten Mal. Ich glaube, wenn wir es jetzt nicht hinkriegen, lasse ich es tatsächlich sein. Schön, wenn du halt nicht so rumbacken würdest hier drin. Okay, jetzt kommt er raus. Und das Viech ist schon wieder tot. Genau, renn mal weg bitte. Das ist gut. Hab keine Angst. Es liegt noch viel Arbeit vor uns. Liegt es leider wirklich? So, jetzt geht er weg, bitte. Vielleicht kriegen wir es jetzt tatsächlich hin. Scheiße, das Viech stirbt schon wieder. Genau, geh auch mal bitte auf mich. Jawoll, ja, boah. Das hat zu lange gedauert. Noch Freunde sind. Meine Güte. Okay, aber ja, schön, dass es dann doch noch geklappt hat. Das mit dem Blutvergießen hast du nicht ganz verstanden. Mich, das war ein gutes Geslitze. Ich lerne jedes Mal mehr, wenn wir kämpfen. Aber du hast mich klar besiegt. Bediene dich an meiner Waffenkammer, Gaido, da wir Freunde sind, wie du weißt. So, froh, dass wir das geschafft haben. Wäre schön, wenn es halt direkt geklappt hätte. In Ordnung. So, aber ja, ich denke, das dürfte es ja wirklich geben. Ich hoffe, das war es wirklich. Du hast eine Kiste gefunden. Also, wie gesagt, wir haben jetzt ja alles an Boni und Elementarschaden durch. Gut gekämpft, Gaido. Ich werde härter trainieren müssen, um mithalten zu können. Nimm dir eine Waffe aus meiner Waffenkammer. Das können wir noch nicht ganz mitnehmen. Das wird halt dann verkauft. Raumdekor. In Ordnung, ich glaube, da war jetzt auch nichts dabei, was sich irgendwie lohnen würde. Zack, nehmen wir das noch mit. Okay. Ja, und damit haben wir dann, glaube ich, wirklich, oder, ja, ich gehe mal davon aus, wir haben jetzt endgültig den
DLC beendet. Dann sehen wir uns in der nächsten Folge auf der Sanctuary wieder. Und dann, wie gesagt, musst du mal nachgucken, welcher der nächste DLC war. Dann gehen wir den auf jeden Fall mal noch an. Vielen, vielen Dank fürs dabei sein. Ich hoffe, ihr hattet Spaß bei der Folge. Und dann schauen, was uns dann noch alles erwartet. Bis zum nächsten Mal. Macht's gut und ciao, ciao.